Wahlkampf ohne Konkurrenz am rechten Rand. Die Wählervereinigung Bürger in Wut BIW hatte diesmal leichtes Spiel. Und BIW-Gründer Jan Timke setzte dabei immer wieder auf das Thema innere Sicherheit. Dieser Senat, der hat viele Schwerpunkte gesetzt, aber eben nicht die richtigen. Und die richtigen ist, in die Polizei zu investieren und auch in die Justiz zu investieren. Timke ist seit 2008 in der Bürgerschaft. Allerdings sorgte der Rechtskonservative vor allem juristisch für Aufsehen. Zum Beispiel erwirkte er vor dem Staatsgerichtshof, dass der Senat Anfragen zukünftig präziser beantworten müsse. Doch die BEW wird es so nicht mehr lange geben. Mitten im aktuellen Wahlkampf verkündete Timke, die Wählervereinigung soll nach der Wahl in der Partei Bündnis Deutschland aufgehen. Natürlich haben wir durch die Möglichkeiten, die Bündnis Deutschland uns jetzt bietet, größere Chancen, auch im Wahlbereich Bremen. Denn da schwächelten wir in den letzten Jahren immer. Und wir werden durch die finanzielle Unterstützung, durch die personelle Unterstützung in Bremen die Möglichkeit haben, einen besseren Wahlkampf zu führen als bisher. Und so profitierte vor allem der Bremer Spitzenkandidat Piet Leitreiter von der verabredeten Fusion. Der verspricht seinen Wählern Fundamentalopposition. Wir wollen ja gar nicht regieren. Wir werden in die Bürgerschaft gewählt, werden wahrscheinlich eine große Oppositionskraft werden. Wir werden eine starke Fraktion haben. Rechtskonservative mit starker Fraktion, das wäre neu in der Bürgerschaft.